Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt Rage und wir sind da im Lager der Ghosts und werden da jetzt versuchen, diese Jungs auszuschalten, ja? Und jetzt bin ich gerade drauf gekommen, wie man Nahkampftechniken einsetzt, ja, nämlich so, und ich schleiche dennoch weiter. Wir haben da gerade uns defibrilliert und hallo, ja. Hausmeister, die Jungs hüpfen da durch die Gegend und machen Schnickschnack und Pipapo und ja, da tue ich mir natürlich schon ein wenig... Oh, fuck! What's up? Was ist denn jetzt schon wieder los? Sieh einer an, was Hagar uns geschickt hat. Wie kannst du es wagen, einfach in unser Haus zu spazieren? Bringt ihn in die Todeskammer. Ja, aber hallo. Das war... Ah, du bist wach. Gut. Meine Beute soll wissen, was passiert. Ich verspreche dir, es wird wehtun. Au weh, au weh. Und Leute, wir sind dahin. Ah, fuck. Oh, oh, was ist jetzt? Geh, komm her. Ja, ich denke eigentlich, das sollte das Tutorial gewesen sein mit dem Defibri. Aber die haben mich ja schon vorher gekillt. Also, na gut. Ja, seht euch das an. Also die halten nicht viel von humaner Exekution. Ja, das ist ja wieder ein Paradoxon, ne? Was auch immer. Und da... Leute, da geht's ja ab. Wow. Mir wird ganz anders. Mir wird da ganz anders. Naja, egal. Spiel speichern, das Ödland ist eine gefährliche Gegend, das wissen wir bereits. Vergiss also nicht rechtzeitig und oft zu speichern. Ja, genau, das wäre mal der Zeitpunkt zum Speichern. Ja, wir machen hier einen kurzen Schnitt und speichern mal ab, okay? Und gespeichert und da müssen wir doch raus, glaube ich, ja, oh oh. So, wir geben uns noch einmal da. Ja, das Szenario. Und die fliegen unglaublich. So, dann schauen wir mal, ob wir da lebend noch rauskommen. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du mit Hilfe von B an Feinde schleichen. Okay, aber nur müssten wir wissen, ob da alles frei ist. Da hinten steht wahrscheinlich gleich wieder einer. Das ist Munition, cool. Wer ist das? Oh oh. Ich werde ihn. Drei Schläge und ich hatte ihn. Genau so soll es sein. Und auch keinen Lärm gemacht. $2 hat er eingesteckt. Ach, so ein Schnorrer. Okay. Da oben ist die... Was ist denn jetzt? Er ist da drüben! Oh. Wusste ich's doch. Komm her, Alter. Komm raus. Und Headshot nutzt überhaupt nichts. Seht ihr? Mit dieser Wumme. Komm her. Drei. Vier Stück. Und du auch. Ich werde dich mit deinem Blut bewahren. Mann, tut das weh. Na gut. Und die $2 hole ich mir auch noch. Und der verschwindet einfach. Den kriege ich nicht zurück. Die hüpfen da durch die Gegend. Wir sterben hier wie die Fliegen. Wer stirbt da wie die Fliegen? Wo ist er? Wo ist er hin jetzt?
Wir werden niedergemacht. Da ist er. Seht ihr? Der ist im Kreis gelaufen, der arme Teufel. Komm raus da. Wir sterben hier wie die Fliegen. Und nachgeladen, auch schon, ja? Okay. Na komm, Pistolenmunition, passt, ja. So, jetzt müssen wir schauen, ob der Raum frei ist hier. Da ist alles geschmeidig. Da hinten gibt's nichts mehr. Okay. Wo sind die nächsten Hüpfer? Wenn ihr Joel Brünner kennt, ja? Die sind sicher Fans von ihm. So, diese Jungs werden wir noch ein wenig erleichtern. Einmal, zweimal. Die haben alle $2 eingesteckt. Ich weiß nicht, müssen die irgendwo durch ein Drehkreuz und das reinschmeißen? Autobahnstation oder sowas. Aber was das ist, wäre auch interessant zu erfahren. Aber da kommen wir sicher noch drauf. Okay. Checken wir die Lage. Wenn ich nur wüsste, wo ich da hin müsste. Er hat uns richtig in den Arsch getreten. Da ist er. Komm her. Komm her. Oh. Schau, schon wieder, das gibt's doch nicht. %24 geheilt, das glaube ich doch nicht. Wieso ist denn der mir jetzt ins Gesicht gesprungen? Ah, ich weiß schon, ich habe die falsche Taste. Ja, da ist ja schon wieder einer. Na klar. Können wir da von außen irgendwie? Ja? Dort! Ja, genau. Kommst du noch einmal? Und noch einmal, komm her. Ja, klar. Du bist ja auch der flotteste Heinzi. Ich bin am Arsch. Ja? Okay. 4 Schuss. Okay, nachladen und wieder in Deckung und schauen, ob da noch mehr ist. Aber ich sehe ihn. Ja, ja. Der läuft schon wieder auf mich zu. Ach, die haben auch solche Dinger. Das ist aber extrem gemein. Wo sind denn die jetzt hin? Kann ich die aufsammeln? Ne? Da? Nix. So, wieder $2 und noch einmal. Ah, der hatte $4. Cool. Und da oben ist was für uns? Ne, aber da. Bandagen. Sollten wir uns einmal heilen? Hm? Ne? Das geht schon so. Gut, da liegt auch noch einer von uns. Also von unseren Opfern natürlich. So, da kommen wir nicht durch. Und jetzt? Leute, Leute, was ist denn jetzt los? Ah, ich gehe da außen rum, hä? Ne, geht gar nicht. Dann halt wieder da. Da ist sauber. Oh, oh. Was war denn jetzt? Oh. Ist da drüben. Okay, gib mir den Stick zurück. Ah, der hatte Wings. Und?
Noch einer. Ich sehe ihn. Das geht mit diesen Dingen ja viel besser als mit der Pistole, Leute. Da oben irgendwo Gefahr in Verzug. Ah, da hinten ist wer. Ah, da leuchtet mir was. Okay, Leute, wir überschreiten wieder mal die Zeit. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wenn es da heißt, diese Jungs zu vermöbeln. Wenn ihr Spaß hattet und am Laufenden bleiben wollt, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Bis zum nächsten Mal. Ciao.